Moinsen und willkommen, ja, wieder hier bei Kommandos. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in irgendeinem Let's Play von mir. Ich werde es, glaube ich, niemals machen und sagen, was geht ab, Leute? Ich hasse diese Begrüßung, ich hasse sie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mittlerweile sagt das jeder, auch Leute, die Nutella baden, melden sich so. Da gibt es ja den einen oder anderen. Das ist mein Auftrag. Na, herzlich willkommen ist wohl ganz gut oder... Geht's euch gut oder überweist doch ein bisschen Geld? Ist auch gut. Da ist wieder dieses Speed-Krokodil. Schade, dass man das nicht einsetzen kann. So. Jetzt wollten wir Waffen besorgen. Deshalb, ja, mal gucken. Da, wie viele Gebäude gibt das hier bitte, ey? Ja, kletter mal da hoch und guck da mal rein. Mal sehen, was da ist. Da könnte man zum Beispiel. Aber ich glaube, er hat kein Gewehr. Nee, er hätte kein Gewehr, hat er. Das hat er nicht. Vielleicht sollte ich die anderen Leute auch mal langsam holen. Ich weiß es nicht. Oh, Entschuldigung, ein kleines Bäuerchen meinerseits. Gibt es hier nicht noch mehr? Ich frage mich auch, ob die Gurken hier unten, wenn nachher diese Armee anstürmt, ob die nachher dann auch gefährdet sind. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Was haben wir hier? Ach ja, ich muss ja noch mit einem der Gurken hier auf den Turm. Und der Turm, der ist da. Okay. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Ein Samurai mit einem Gewehr oder was? Bestimmt ein Scharfschütze. Hab ich eigentlich den Scharfschützen dabei? Ich guck mal. Ja, den hab ich. Ich bin es, Sir. Ja, du bist es wieder. Geh du mal zu den Gurken. Na klar. Ja, dann muss aber nicht dafür kriechen. Hier ist schon alles frei. Na klar. Genau, den packe ich mal zu den Gurken hin. Aber wie gesagt, aufpassen vom Kokofan. Der hat hier so eine ganz geile Bärenfalle. Können wir auch nochmal einsetzen. Der ist auch ganz cool, der Fahrer. Das ist so ein kleiner Tüftler, würde ich sagen. Der kann halt viele Sachen fahren. Ist ja auch ein Fahrer. und hat halt so außergewöhnliche Waffen, ne? Sowas wie halt diese Falle, Bärenfalle. Da ist das Krokodil. Das ist nicht mein Freund. Wir werden auch nie Freunde werden. Sind hier noch irgendwelche Leichen drin? Muss mal eben gucken. Hätte keiner besser machen. Ja, es sind sogar. Hat der noch irgendwas bei sich? Nö, hat er nicht. Hätte keiner besser machen können. Ja, ich weiß. Ist das nicht sogar die Synchronstimme von Nicolas Cage? Korrekt. Ja, ich glaube schon. Okay. Ah, da ist der Kokofant. Nein! Oh. Geh bloß an Land. Aber das, wie gesagt, da bin ich nicht in Sicherheit. Mach schnell jetzt, komm. Rein da zu den Leuten und dann ist gut. So, ihr braucht Waffen. Ich habe schon gehört. So, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Korrekt. Ja, ist alles korrekt. Gibt es hier auch noch Eingänge? Hm. Hier ist so ein Eingang. Da können wir mal rausgucken, wo wir da rauskommen. Bin ich nicht daher gekommen? Nee, ich wollte hier hin. Die Musik ist total geil. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die ist sehr stimmungsvoll. Passt. Nein, du sollst... Kletterst du da wieder runter? Verdammte Scheiße. Du solltest nur eben gucken. Ich glaube, ich guck mal, ob ich den irgendwie austricksen kann. Das war echt knapp. Das ist so eine Art General hier, ne? Ja, ich weiß, du kannst dich nicht ewig auf der Leiter halten. Wir speichern das mal ab. Und dann gehe ich mal raus. Das wäre erledigt. Der Fahrer kann keinen leisen Angriff machen, aber...
Und ich glaube, ich werde das tun. Ich werde den in die Bärenfalle laufen lassen. Ich habe ja abgespeichert, also alles gut. Vielleicht kriege ich das hin. Mal gucken. Nicht, dass die Schreie jetzt gehört werden. Okay. Das könnte sein. Na, komm! Ja, das ist deine eigene Schuld. Was läufst du auch in die Bärenfalle? Aber ist ganz cool. Gut, da sind noch ein Stolperdraht. Ich nehme mal hier dieses, ist das wohl ein MP oder so? Keiner besser machen kann. Und das schmeiße ich mal zu den Leuten runter. Die haben bestimmt ein bisschen Hunger. Ach, ich brauche immer noch Waffen. Und zwar richtig Gewehre. Da geht's noch höher. Ich liebe es. Gucken wir uns mal an. Ich gehe mal raus. Ich habe ja abgespeichert. Und wie, du kannst nicht in Deckung gehen? Natürlich kannst du das. Keiner besser machen kann. Okay. Das wäre für den Scharfschützen hier oben recht interessant. Wenn, ja, genau. Der Führer, der wird ja bestimmt hier unten beten. Dann werde ich den Scharfschützen hier positionieren. Ja, den holen wir doch gleich mal. Also wir, ja, ich will das jetzt nicht vorauseilen und auch nicht spoilern. Wir müssen ja nachher das Funkgerät betätigen. Und dann kommt dieser komische Diktator oder was das da ist. Und der wird nachher, soweit ich das noch in Erinnerung habe, vor dieser Buddha-Statue stehen. Und dann werde ich ihn mit dem Scharfschützen eliminieren. Ja, das werde ich machen. Ich werde, glaube ich, mir erstmal da das Haus gleich frei machen. Dieses blöde Krokodil, das geht mir irgendwie so ein bisschen auf die Nüsse. Ich verstehe. Ja, was du alles verstehst, das wissen wir ja. Und diese Synchronstimme kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Mickey Rook vielleicht? Mickey Rook? Mickey Rook hat, glaube ich, auch so mal die Synchronstimme gehabt. Ich weiß es nicht genau. Ihr könnt das mal, so Filmexperten können das ja mal in die Comments schreiben. Ich bin da nicht, was Filme angeht, bin ich nicht so bewandert. Also ich kenne mich mit den 80er Filmen gut aus, einigermaßen. Aber da gibt es Leute, die sind weitaus, ja, besser als ich. So. Ja. Ist hier kein Eingang nachher. Gut, die sind hier eigentlich relativ sicher. Wollen wir das nicht... Komm, pass auf, wir schmeißen das ins Wasser. Dann ist das hier weg. Dann stinkt die Leiche nicht. Ach, das kann ich nicht? Okay. Nee. Ich verstehe. Also ist das hier die Kanalisation? Ja. So, hier machen wir wieder Trick 17. Ich hoffe, da kommen nicht allzu viele. Wir nehmen uns die Pistole. Ja. Und was nun? Ja, jetzt brauche ich erstmal den Fahrer. Ich bin es, Sir. Ich liebe es. Sehr gut. Ich liebe es auch, du. Dann kommen wir hier mal hin. Und, ja, weil das sowieso so viele sind. Wo ist denn die Bärenfalle? Ach, die ist noch da. Ich liebe es. Die nehmen wir gleich mal an uns. Und knallen die Bärenfalle auch nochmal hier hin. So. Ich liebe es. Ihr wisst meinen Trick? Mein Job. Na klar. Wieso geht das nicht? Ich liebe es. Oh, ist einmal getroffen worden. Wie viel hat er denn abgeknüpft? Ach, komm. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Okay, es kommen keine anderen Soldaten mehr. Okay. Ja. Ach, die haben nur diese Scheißwaffen. Ach, der hat auch eine Bärenfalle? Oder, nein, Quatsch, der hat nicht noch eine Bärenfalle. Er hat gerade aufgehoben von dem Fahrer. So, runter mit dem Leichensäcken. Weil wenn ich nachher den Führer hier rufe... Dann kommen hier Soldaten, die durchsuchen auch alles. Und wenn die natürlich die Leichen finden, dann ist hier auch Quasimodo auf Ecstasy. Und was nun? Ja. Dann wollen wir dem nochmal die Bärenfalle zurückgeben, weil ich kann die nämlich gar nicht gebrauchen. Der Scharfschütze kann da nichts mit anfangen. Ich verstehe. Der ist nicht ausgebildet dafür. Das ist so... Es gibt so ein... es gibt so ein... Nein, ich sag das jetzt nicht. Doch, ich sag's. Es gibt so Leute, die arbeiten an gewissen Stellen, wenn du die fragst. Bin ich nicht zuständig für. Das ist ja so geil, so kundenfreundlich ist das auch.
Wenn man dann wenigstens sagen würde, ja, gut, ich weiß da nicht Bescheid, ich frage mal eben einen Kollegen. Nein, ich bin nicht zuständig für. So, wollen wir mal gucken. Ja, ich glaube, das kann man machen. Was hat der denn hier? Entlüftung, wenn er schwitzt? Ja, das sind die Buddha-Entlüftungen. Hinten kommt Schweiß raus. Ich will in den Buddha mal rein. Das machen wir auch nochmal. Okay, hier war doch ein Scharfschütze positioniert. Irgendwas war doch hier. Ist hier nicht einer? Nee, komm. Wir werden jetzt in den Buddha reingehen. Und dann müssen wir mal mit den Missionen... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was habe ich da gesehen? Hier bin ich. Gut. Bin schon weg, Sir. Wir speichern mal ab. Wir haben so viel jetzt gemacht. Da muss ich wieder alles von vorne machen. Schmeiß das mal dahin. Überlass das mir. Also die Zigaretten, ne? Das ist ja... das ist Gold wert, ja. Auf jeden Fall. Das lenkt erheblich ab. So, der hat wieder Zigaretten. Ach nee, die habe ich ja gerade hingeschmissen. So, wir nehmen uns den. Und schaffen den... gleich weg ins Wasser, genau. Ich bin so ein bisschen... Ich glaube, das ist gar nicht nötig, dass ich da alle bewaffne, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich gucke mir nochmal die Aufgaben an. So, geben Sie den Gürtel mit dem Funkgerät. Ja, ich muss... Genau, wir machen das jetzt erstmal mit dem Funkgerät. Das Funkgerät ist da. Okay. Am Buddha. Ich will aber trotzdem nochmal, weil ich neugierig bin, in den Buddha reingucken. Das ist mein Auftrag. Ja, nun komm. Hinknien. Wir machen trotzdem nochmal ein Safe State. Das ist quasi die Kloake des Buddhas. Was weiß ich. Oh. Kniest du dich hin? Na, jetzt habe ich keine andere Wahl. Jetzt muss ich rein. Ah. Okay. Hier steht ja genau richtig. Bin schon weg, Sir. Das. Oh, Alter, was ist hier los? Alter! Okay, das können wir vergessen. Ja, wir können uns jetzt hier durchmetzeln, okay. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Nee, 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 komm. Oder? Der Sarge ist fast tot. Habe ich ein Medikit oder sowas? Nee, komm. Strick L. Hä? Warum kann das jetzt nicht laden? Okay. Es geht trotzdem, wenn man es richtig macht. Also knie dich mal hin. Hat er der hat den Leichensack gesehen, ne? Ja, er hat den Leichensack gesehen. Beziehungsweise die Leiche. Dann muss ich den erledigen. Wenn er wegguckt, zum Beispiel jetzt. Überlass das mir. Bin schon weg, Sir. Ach, komm, heb das Ding auf. Ist erledigt. Ach, Elmo, was machst du da eigentlich? Da brauche ich noch mehrere Leute für. Pass mal auf. Wir holen uns den Dieb ran. Sie haben den richtigen Mann. Wenn ich jetzt mit dem Dieb renne. Ja, gute Idee. Ich komme mal hier hin. Mal gucken, ob er das machen kann. Wo bist du? Bist du schon da? Oh, der ist schon da. Idee. Gut, okay. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir mit dem Dieb hier rein. Ich bin auf dem Weg. So. Der Dieb hat ein Gewehr und macht so. War nicht schwer. Okay. Die kommen ja hier die Treppe hoch. Zu Befehl, Sir. Das ist mein Auftrag. So, komm hier rein. Jetzt kannst du den ruhig umbringen. Ihr wisst, was ich vorhab. Überlass das mir. So, jetzt wird er Theater schlagen, was mir eigentlich scheißegal ist. Das ist mein Auftrag. So, jetzt mache ich erstmal Metzel hoch 3. Ja, das ist nicht so schlimm.
Kannst du noch mal eine Waffe anlegen? Ach, du hast keine mehr. Oh, das ist natürlich ungünstig. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt so schaffe. Ja, das geht schon. Oh, das sind zwei. Ich weiß nicht genau, ob das... Ach, gut. Okay, das läuft unter ferner Liefen. Ich habe hier noch kein Medikit gefunden, ne? Das ist ein bisschen... Sonst wirst du mit dicht geschüttet. Warum hat der keine Waffe? Nimm jetzt die mal diese hier an dich. Nein, nicht nur das Magazin. Die ganze Waffe, bitte. Kann er die ausrüsten? Ja, kann er. Aber die hat auch nur 3 Schuss. Egal. Dann... Sind Sie verrückt? Ja, ich bin verrückt. Du hast es vollkommen erkannt. Ich bin verrückt. Sind Sie verrückt? Ja, wir müssen die eigentlich alle entsorgen. Ist das hier der Schweißausbruch? Was ist das? Was ist das denn hier? Dafür bin ich wie geschaffen. Ach, waren das hier die Schweiß... Das muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Dafür bin ich wie geschaffen. Kann man da die Leute entsorgen? Weil das muss ich machen. Nachher wird hier alles durchsucht. Okay, da kann man auch ins Wasser rein. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hä? Ich bin ein klein bisschen fasziniert und auch gleichzeitig verwirrt. Wo bin ich hier? So, das schmeißen wir jetzt mal dahin. Ich weiß nicht, wo das hinkommt. Okay. Also ich habe gerade keinen Durchblick. Ich leg die mal hier hin. Ich guck mir das mal an. Dafür bin ich wie geschaffen. Okay, hier ist das. Oh, ich glaube, das sind Piranhas. Ich glaube, das sind Piranhas. Schade, dass ich die dann hier ins Wasser pfeffern kann. Dafür bin ich wie geschaffen. Okay. Na, mal gucken. Nein, du sollst... Verrückt. Ja, ich bin verrückt, das weißt du doch. Ich würde nochmal den hier entsorgen. Krass. Ja, es ist sehr gefährlich. Auch die Natur ist gegen mich. Ich glaube, die kann ich nicht so einfach entsorgen, ne? Ich glaube, das wird schwierig. Gute Idee. Nee, das macht er nicht mit. Das macht er nicht mit. Gut, da habe ich keine andere Wahl. Zu Befehl, Sir. Du steck mal die Waffe ein. Das ist mein Auftrag. Ist erledigt. Okay, ich muss reingehen. Ich speichere hier mal eben ab. Überlass das Kinderspiel. Oh, das ist bestimmt nicht so gut, was ich hier mache. Überlass das mir. So. Da sieht mich irgendjemand. Okay. Da bin schon weg, Sir. Ich glaube, den steche ich nochmal eben hinten ab und dann muss ich mal gucken, dass ich mit den Gurken oder mit den Gurkas, wie die heißen, da... Bin schon weg, Sir. Kommst du da so hin? Okay, du musst da runterspringen. Bin schon weg, Sir. Gucken, ob ich den erledigen kann. Ich brauche unbedingt Waffen. Das ist mein Auftrag, das war's. Das ist mein Auftrag, das war's. Das ist mein Auftrag. Gut, das ist jetzt alles nur ein Test hier. Auftrag. Ich brauche dringend Munition. Das war's. Also da hinten war ein Scharfschütze, den muss ich auch unbedingt ausschalten. Sonst komme ich nachher mit den Gurkas da bestimmt nicht oben hin. Hallo, du sollst da nicht zurück zum Scharfschützen gehen. Bist du größenwahnsinnig? So, kommt man hier nicht... Nee, er kommt da nicht hin, er geht... Okay.
Ich weiß nicht, ob ich das schaffe in der Zeit. Ich speichere hier mal ab. Ich hoffe, dass der Scharfschütze mich jetzt nicht anvisiert. Aber es sieht gut aus. Einmal die Wache. Entschuldigung. Einmal die Wache bitte entsorgen. So, jetzt müssen wir uns aber langsam aber sicher mal zum Turm hier hingehen. Sonst denkt ihr auch, was macht der die ganze Zeit für einen Scheiß. Gut, der ist... Der scheint... Wo ist denn der Turm? Das ist mein Auftrag. Ach so, der ist da hinten. Das ist der Turm. Ja. Da muss ich irgendwie reinkommen. Und da ist ein Scharfschütze. Unmöglich, Sir. Kinderspiel. Na klar. Sag mal, bist du bescheuert, Elmo? Ich stelle mich hier frontal hin und denke, ach, da ist ein Scharfschütze. Ach, ich habe da bestimmt hingeklickt. Ah! Ich glaube, den schaffe ich mir jetzt erstmal vom Leib hier, den Scharfschützen. Warum sind das denn... Warum ist er denn jetzt reingegangen? Ist ihm kalt geworden? Na, egal. Scharfschütze. Ich bin es, Sir. Wo bist du denn? Ich bin Ihr Mann. Ja. Du sollst jetzt erstmal hier aufs Dach und den Scharfschützen erledigen, wenn du das kannst. Ich weiß, du bist ja so schwächlich, aber... Und was nun? So, ja, ich will, dass du den Scharfschützen ausschaltest. Was nun? Wo ist er denn? Hallo? Da ist er. Au, ob du das hinkriegst, das weiß ich auch noch nicht. Ja. Dann musst du dich hinstellen. Und was? Ja. Ja, das geht. Okay, das ließ sich jetzt nicht vermeiden. Dann gibt es jetzt gleich erstmal Affentheater. Ja. Ich guck mal, ob das überhaupt klappt. Geh du mal wieder rein. Zu Befehl, Sir. Jetzt müsste es gleich Alarm geben. Na? Da ist noch ein Scharfschütze. Den müssen wir auch ausschalten. Oh, Alarm ist nicht gekommen. Ich werde den Sarge jetzt mal erstmal in Sicherheit bringen und hier in dieses kleine Häuschen reinpacken. So, dann holen wir uns nochmal den Scharfschützen. Weil da stand nämlich noch ein Scharfschütze. Ja, ich verwirre euch mit den Ausdrücken. Scharfschütze, Scharfschütze, Schützenscharf. Schützenscharfschütz, so. Und was nun? Ja, du musst noch einen ausschalten. Und zwar... Ich komme mit der Kamera manchmal nicht klar. Wo ist die Buddha? Ich muss nicht immer in der Buddha-Statue. Da, mal gucken, ob du da überhaupt hinschießen kannst. Ja. Das wird schwierig. Aber der hat einen ganz anderen Sichtpegel, ne? Ja, der deckt hier ab. Aber ich muss hier rein, Leute. Da komme ich nicht... Ist es das hier oder das hier? Ich muss mal eben nochmal gucken. Nee, es ist gar nicht das Haus. Was ist das hier? Sicher? Ah, ich sehe das nicht. Also hier ist die Buddha-Statue. Hier habe ich die Scharfschützen erledigt. Dann ist hier vorne der Hof. Okay. Buddha-Statue. Hier ist der Hof. Also es ist doch das Gebäude hier. Gehopst wie gesprungen. Es wird schon, wird nicht gerade einfach werden. Und ich sollte auch nicht so viel verschwenden an der Scharfschützenmunition. Obwohl, ich kann mir eigentlich was wiederholen. Von den anderen Scharfschützen, die da stehen. Gut, dann muss ich doch hier den Weg mehr... Das Haus ist es ja. Dahin bahnen. Ich bin mir echt nicht sicher. Funkgerät. Na natürlich, das ist hier dieses kleine Seitengebäude hier. Noch nicht mal das hier, das ist das Seitengebäude. Hier muss ich rein. Also ich muss an dem Haus vorbei und dann ist es das Gebäude hier. Okay. Gut, gut, gut. Oder auch nicht. Bin schon weg, Sir.
Wo bist du? So, muss mal ein bisschen Gas geben hier. Wir haben hier eine Ewigkeitenzeit. So, wir speichern mal. Bin schon weg, Sir. Ich hoffe, dass hier nicht das noch war's. Irgendwelche Soldaten sind. Nee, sieht nicht so danach aus. Da sind noch welche. Zwei sogar. Oh. Bin schon weg, Sir. Das wird noch schwierig. An denen muss ich auf jeden Fall vorbei und dann werde ich mal gucken. Was für ein Sichtpegel hat denn dieser Soldat hier? Oh, Leute! Weiter geht's nicht, ne? Er deckt ja alles ab hier. Und er hier? Okay. Bin schon weg, Sir. Will ich mal gucken, ob ich den nicht anlocken kann. Mit Zigaretten natürlich. So, gerade so. Das ist mein Auftrag, das war's. So, sieht er die überhaupt? Na, er sieht die noch nicht mal. Das ist mein Auftrag. Ja, schmeiß doch deine Zigaretten! Jetzt habe ich wieder was gemacht, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Vielleicht kann ich das ausnutzen. Kill ihn! Oh, das war mehr Glück als Verstand. Gut, dann haben wir die von den Backen. Das ist mein Auftrag. Munition ist immer gut. Das war's. Das ist mein Auftrag. Da nimm auch nochmal Munition mit. So. Das war's. Nee, jetzt würde ich sagen, Elmo, erstmal die Zigaretten aufheben. Und dann die Wachen entsorgen. Das ist mein Auftrag. Tja, das ist ein bisschen langwierig mit den Wachen entsorgen, aber was soll ich machen? Ich muss sie weghaben, weil er hier Halligalli ist. Wir werden sehen, ob das überhaupt nötig ist, aber ich mach's lieber. Ist natürlich für euch jetzt ein bisschen langweilig, aber was soll ich machen? Was soll ich euch noch erzählen? Ja, ich versuche ja immer öfter jetzt zu streamen mit Kollegen. Und ich will schon mal eine kleine... Ja, ein kleines Versprechen machen, was ich nicht unbedingt einhalten kann. Wenn Red Dead Redemption Online von dem Red Dead Redemption 2 uns wirklich liegt und wir das häufiger spielen, wird das auf dem Kanal eine feste Größe haben. Und wir werden es dann auch streamen. Also das Hauptspiel werde ich nicht streamen. Bin schon weg, Sir. Das ist mir zu umfangreich. Beziehungsweise genieße ich das mehr, wenn ich das alleine spiele. Nicht böse sein. Da gibt es andere Let's Player, die das machen können. So, hier gucken wir nur mal rein prophylaktisch rein. Das war's. Ist auch ganze Menge, ne? Boah, sind hier viele Soldaten. Aber hier würde es bestimmt irgendwelche Midi-Sachen geben. So, jetzt aber wollen wir uns mal ein bisschen näher hier an das Hauptquartier begeben. Oder an den Funkturm, besser gesagt. So, das sollte der hier sein, ne? Aber da war noch ein Scharfschütze. Genau. Und wir wollen jetzt erstmal hier ins Haus gehen. Den könnte ich mit dem Dieb ausschalten. Das würde möglich sein. Ich könnte auch hochklettern. Das ist mein Auftrag. Gucken wir das mal hier an. Ist erledigt. Gut, da fackeln wir nicht lange. Da fackeln wir nicht lange. Bin schon weg, Sir. Ui, das ist aber hier verseucht, du. Der schreit da seine Leute zusammen. So, das gucken wir uns mal eben an. Das ist mein Auftrag. Die Munition nehmen wir mit. Das war's. Das ist mein Auftrag. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Bin schon weg, Sir. Ich glaube, hier mache ich noch mal einen kleinen Trick. Das ist mein Auftrag. Ich hole mir noch mal zwei meiner Leute hier ran und dann räumen wir hier einmal das komplette Haus aus. Ich bin Ihr Mann. Den lassen wir da. Ich bin es, Sir. Ich will noch mal wissen, wo der Dieb ist. Achso, der Dieb war hier in der Nähe. Dann hoffe ich, dass ich den Dieb so schnell hier hinrufen kann. Sie haben den richtigen. Gute Idee. Gut, mal gucken, ob er das hinkriegt. Ja, kann er. Dafür bin ich wie geschaffen. Oh, 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 oh. Okay, ich kann einen Teil der Uniform der Munition abgeben. Was ganz gut ist. Ich werfe nie das Handtuch. Aber ich glaube, ich brauche noch einen. Gute Idee.
Dafür bin ich. Gib mir mal die Waffe hier hin. Und mal den Fahrer holen. Ja, den Fahrer brauchst du hier eigentlich gar nicht. Ich liebe es. So, wo komme ich da überhaupt raus? Ich bin jetzt hier einfach rausgegangen, ob das so gut war. Kommst du, lieber Fahrer? Kann ich nicht. Nein, das kannst du nicht, okay. Wo bin ich hier überhaupt? Na klar. Okay. Ich liebe es. Ist nichts Besonderes hier. Na, dann muss ich halt, ja, muss ich halt zurückgehen durch den Kanal. Ja, den Scharfschützen, den lassen wir mal da. Der wird ja später noch eine Rolle spielen, wenn dieser komische Diktator da, Erdoganian da sei Gagadan. So, jetzt schnell hier raus. Piranhas und Schildkröten. Schildkröten. Ja, die gefährlichen Schildkröten. Naja, Schnappschildkröten. Nein. Ich liebe es. Mein Job. Okay, das kannst du. Jetzt rennt er auch. Komm, komm, renn. Wo bist du? Bist du schon da? Okay, war das jetzt ein Bug? Egal. So, ob ihr wirklich richtig steht. Wollen wir das noch machen? Okay, das werde ich euch jetzt hier nicht vorenthalten. Wir werden das einmal abspeichern. Und dann werden wir einmal hier schön in die Luft schießen. Nein, das... Oh, alter Verwalter. Da müssen wir anders stehen. Sie haben den richtigen Mann. Gut, dafür bin gut, du musst dich einmal bitte hinlegen. Okay. Und du schießt bitte einmal auf diese Tür hier. Zu Befehl, Sir. Und du das ist mein Auftrag. Legst dich auch mal hin. Das ist mein Auftrag. Ah, das ist wohl nicht so gut. Du sicherst eine andere Tür ab. Ist da ein Durchgang überhaupt? Ich mach das einfach so. Ja. Bin schon weg, du machst. Das ist mein Auftrag. Das war's. Ach, komm, das komm, komm, mach's Auftrag. Richtig. Ja, das ist manchmal ein bisschen blöde. Das war's. Tixura! So, nochmal das Ganze. Sie haben den richtigen. Dafür bin ich wie geschaffen. Nein, du sollst auf diese Tür zielen. Ich bin es, Sir. Ich, na klar. Und du machst hier erstmal die Tür zu. Das ist uns mir zu doof. Ich kenne das doch. Och, ich dachte, da kommt einer. So, den Sarge mal bitte. Zu Befehl, Sir. Bin schon weg, Sir. Du schießt bitte auch auf diese Tür. Das ist mein Auftrag. Das war's. Nein! Ich bin es, Sir. Na klar. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich speichere das nochmal ab. So, ihr kennt meinen Trick aus den anderen Folgen. So, kommt eine ganze Menge. Gut, der Fahrer hat nur einen kleinen Schuss abgekriegt, aber das soll uns nicht weiter stören. Boah, alle ausgemerzt. Alle ausgemerzt. Na klar. Gut. Okay, ein bisschen Zeit lassen wir uns noch, oder? Gut. Ja, wir gucken noch mal eben an, was hier in den Schränken ist und dann... Ah, sehr schön, das hat sich doch richtig gelohnt. So, die Waffe brauchst du, das ist klar. Medikit ist immer gut. Oh, der kann alles hier gebrauchen. Weinflasche und so weiter. Oh, geile Ausbeute. Das hat sich wirklich gelohnt. Hier ist ja auch noch was. Und ein Bonusheft. Und hier kann ich den Wein mit vergiften. Glaube ich zumindest. Ist das das? Ist das das? Warte mal, ich guck mal eben. Nee, das ist... Das ist, glaube ich, noch was ganz anderes, oder? Gift, Gift, Gift. War das nicht für den Spion, das Gift? Keine Ahnung. Ist hier noch was? Nee, das sah nur so aus, das war die Tür. So. Okay, ich wollte gar nicht so schnell hier hoch. Aber hier ist alles frei. Das ist schön. Ist hier noch irgendwas Schönes? Ich liebe es. Oh, hier sind ja noch viel mehr. Ich liebe es. Ich gehe noch mal einen hoch.
Habe ich das jetzt abgespeichert? Ich hoffe es, sonst müssen wir das nachholen. Das ist mein Job. Oh, hier sind zwei Scharfschützen. Gut, Ich liebe es. So, ich hoffe, dass... Oh, das war echt knapp. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Ich wollte hier rausgehen. Ist da eine Mine? Leute, ich glaube, das ist eine Mine. Ich glaube schon. Also, das, die Spannung bleibt. Also, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich stelle mich nochmal anders hin. Nein, stell dich hier auf den Teppich. So, und dann würde ich sagen, speichern wir einmal ab hier. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kommentieren wäre immer ganz gut, sage ich. Ne? Schreibt mal was rein. Vielleicht wollt ihr auch, dass ich die ganzen anderen Häuser nochmal durchsuche, was immer sehr aufwendig ist. Was vom Spielablauf natürlich immer sehr viel Zeit kostet. Ich wollte das Spiel eigentlich nur in der Story so durchspielen. Also wie gesagt, ich würde mich über einen Kommentar freuen. Über einen Daumen hoch und Daumen runter natürlich auch. Ich weiß nicht, mein Videos ist immer ein Daumen nach unten. Also ich weiß nicht, wer das ist. Könnt sich ja mal melden, was du zu kritisieren hast. Ich habe doch eine Vermutung. Aber egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Jo, tschüssing.